Soundfile. Hallo und willkommen zu einem neuen Video-Tutorial von The Soundfile direkt aus den Amazing Sound Studios. Und heute wollen wir mal über die Mischung von E-Bass in einem Pop-Rock-Konzept sprechen. Und ich habe da extra mal auf einen fertigen Drumtrack einen Bass gespielt. Benutzt habe ich den ausgeliehenen, vielen Dank nochmal an die Firma BTM Guitars an der Stelle, die mir diesen Bass geliehen haben, den ausgeliehenen Music Man Stingray Bass, den ich wirklich hervorragend finde, der also für sich schon toll klingt. Ich sage euch auch gleich, wie er aufgenommen worden ist. Ich bin mit dem Stingray Bass nochmal in einen kleinen Preamp von Sadowski, das ist so ein Fußpedal-Ding, Sadowski Preamp, dann in meinen Glockenklang Blue Soul Verstärker und da aus dem DI-Ausgang raus direkt ins Mischpult, direkt in die DAW. Das war quasi unsere Chain, ihr werdet es gleich hören und wir gehen jetzt flugs in Pro Tools und schauen uns mal an, was ich sonst noch mit dem Bass gemacht habe. Ich habe hier ein bereits gemischtes Schlagzeug und ich habe einen unbearbeiteten Bass-Track und ich verrate euch auch nicht, wer ihn gespielt hat, nur womit, nämlich mit dem wunderbaren Music Man Bass. Das heißt, der klingt eigentlich von Haus aus schon ganz gut und wir hören uns den ganzen Spaß zum Einstieg mal an. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, mir ist es aufgefallen schon, der Einstieg ist völlig out of time und das ist eigentlich, wenn ihr Drums und Bass mischt, das A und O, dass die ganzen Geschichten vor allem in time sind. Nur dann kriegt ihr wirklich Druck raus und was ich dazu immer mache, das hat sich bewährt, ich nehme einfach die Kickdrum-Spur, am besten die innere, weil die ist sauberer und lege mir die über den Bass im Arrangement-Fenster, dass ich die direkt übereinander habe und gucke mir die ganze Geschichte dann mal in schön groß an. So. Und sehe dann auch, da war einfach der Herr Bassist, war sich noch nicht so im Klaren, wo eigentlich die Time ist. Das heißt, dieser Slide vorne dran, der ist ja, ein bisschen zu spät, dafür ist die 1 dann viel zu früh. Das heißt, wir gehen mal da rein, schieben uns die hin und versuchen uns auch den Slide nach vorne zu schieben. Das kann sein, dass es jetzt nicht schief geht, weil man den Übergang dann hört. Aber das probieren wir mal frech aus. Gucken mal, was passiert. Viel besser. Und da hinten habe ich gemerkt, ist es auch noch nicht so ganz sauber. Am Anfang ist es wunderbar. Später ist er dann minimal vom Beat. Das da würde ich noch lassen. Den hätte ich kurz hingeschoben. Die beiden auch. Soweit soll es das erstmal gewesen sein. Ganz wichtig, damit ihr das gesehen habt, wirklich aufs Timing achten. Und dann gucken wir uns mal an, was ich mit dem Bass gemacht habe. Der Bass klingt wirklich wunderbar. Wie gesagt, das ist Music Man Stingray, relativ neu, finde ich ein tolles Instrument. Der ist also ganz, ganz ausgewogen. Wir schauen trotzdem, was wir noch mehr rausholen können an der ganzen Geschichte und benutzen als allererstes
mal wieder den Neve 1073 von Universal Audio für so ein bisschen Färbung. Gucken wir mal. Ist schon ganz schön. Ihr müsst immer ein bisschen aufpassen. Der macht immer ganz gut lauter, dass er ein bisschen zurückgeht. Und wir versuchen mal, was ich ganz gerne hätte, ist, dass ich im Bass ein bisschen mehr habe noch und dass ich die charakteristischen Mitten von diesem Bass betone, damit er sich im Mix noch ein bisschen besser durchsetzt. Das probieren wir mit diesem EQ mal aus. Kann man machen. Wenn man es genauer machen will, kann man auch den Massenburg EQ benutzen und da mal schauen, wo der Bass im Mittenbereich kommt, indem man hier einfach diesen ein Filterband zum Beispiel anhebt und die Frequenzen mal durchfährt, um mal zu schauen, wo eigentlich die charakteristischen Obertöne von genau diesem speziellen Bass sind. In diesem Bereich zwischen 500 und 800 Hertz hat man es häufig bei Fretless-Bässen, bei diesem Bass eher nicht, das ist eher so bei 200. Habe ich hier die 385 mir noch rausgesucht in der Vorbereitung. Die hören wir uns auch mal an. Kann man auch machen, weil es einfach so ein bisschen Seitenschnarren dazu. Das mag jetzt fast ein bisschen viel klingen, aber wenn wir jetzt einen opulenten Mix hätten, wäre das genau das, was die Töne definierbarer macht. Und natürlich komprimieren wir auch und vor allem geht es mir darum, dass diese ganzen schönen Dead Notes, die da gespielt worden sind, dass man die eben etwas deutlicher hört. Deswegen versuchen wir mit relativ langer Attack-Zeit zu komprimieren. Wir haben hier mal wieder einen 1176 und wie sich langsam umgesprochen hat, da sind ja die Regelzeiten andersrum parametrisiert. Das heißt, die Attack-Zeit wird nach links länger und nach rechts kürzer. Das kann man, da gibt es eine Eselsbrücke, wie man sich das merken kann, so mache ich das, weil es ist ja so, wenn die Attack-Zeit kürzer wird, dann komprimiert er mehr. Das heißt also, wenn man mit Attack nach da geht, kriege ich immer mehr Kompression. Wir hören uns das mal an. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt hier im Mittenbereich auch noch ein bisschen rumgespielt. Das kann man einfach on the fly, wenn der Kompressor drauf ist, auch noch so ein kleines bisschen angleichen. Was mache ich jetzt, wenn ich einen opulenten Mix habe und der Bass setzt sich immer noch nicht durch an der Stelle? Da gibt es ein ganz wichtiges
Geschichte, eine ganz wichtige Geschichte, eine unglaublich wirkungsvolle Geschichte, und das ist Distortion. Distortion ist jetzt natürlich eine Geschichte, die auch sehr, sehr leicht Druck rausnimmt, und eigentlich will ich jetzt keinen verzerrten Bass. Und genau aus dem Grund mache ich jetzt richtig viel Verzerrung. Ich mache es aber nicht so, wie man das normalerweise machen würde, dass ich einfach als Insert einen Verzerrer reintue, sondern ich habe mir hier einfach einen Send gebastelt, und dieser Send heißt hier Futz. Das ist hier ein Aux-Send, der auch Pre-Fade läuft. Das heißt, ich kann hier meinen eigentlichen Bass auch nach unten drehen und höre nur diesen Verzerrer, der bis jetzt nicht zugeschaltet war. Und das Erste, was ich tue, ist, ich nehme mir hier einen Equalizer und ziehe erstmal alle Bässe da raus, oder sehr viele Bässe raus. Wir hören uns das mal an alleine. Und dann da oben habe ich einfach so ein paar Höhen nochmal angehoben. Und jetzt nehme ich dieses berühmte SenseAmp Plugin, wo man so diverse Dinge regeln kann. Das ist einfach so eine Simulation von einem relativ berühmten Gitarrenverstärker, der ziemlich klasse ist, wenn man Sachen so richtig kaputt machen möchte. Ich lasse euch das mal hören. Und ihr hört, es gibt keine Bässe, das ist auch ganz gut, weil die wollen wir unbeeinflusst haben. Aber es macht ganz schön viel Krach und Dirt. Und das ist aber jetzt eine Geschichte. Dadurch, dass es ein Send ist, kann ich das zum cleanen Bass dazu mischen. Und das hören wir uns zusammen mit den Drums mal an, was da passiert. Dadurch, dass der zumischbar ist, habe ich eben die Möglichkeit, den hörbar zu gestalten oder wirklich, ihr habt es gemerkt, ganz, ganz leise, sodass man ihn wirklich praktisch nur so spüren kann, wenn er nicht mehr da ist. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben, was man mit so einem E-Bass auf dem Bearbeitungswege alles anstellen kann. Bleibt uns wie immer treu. Bis zum nächsten Mal. Sound file.